Und für die Herren geht es 2,5 Kilometer weiter. 12,5 Kilometer die Strecke bei diesem 4. Verfolgungsrennen der Saison. Es ist das 13. von insgesamt 26 Einzelrennen. Halbzeit. Und hier ein Blick hinein in die drei Startkorridore, wo sie platziert werden, je nach Rückstand, der sich ergeben hat aus dem Ergebnis des Sprints von gestern. Die ersten 15 binnen einer Minute. Ganz rechts Emil Hägle-Svensson, der Sieger gestern, sein 10. Weltcup-Erfolg, schon mit 23 Jahren, wandelt ein wenig auf den Spuren von Ole Einar Bjørndalen. Und dann links neben ihm der hochaufgeschossene Schwede Björn Ferry, 30 Jahre alt. Hier haben wir Michael Greiss. Jener Björn Ferry, der hat hier im vergangenen Jahr die Verfolgung gewonnen und mit dem 2. Platz natürlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Was gelingt ihm? Michael Greiss mit der Startnummer 7. Sein Rückstand 28 Sekunden, also knappe halbe Minute. Das ist so gut wie gar nichts. Das ist eine Strafrunde im Prinzip. Viermal wird geschossen, zweimal liegend, zweimal stehend. Und sie müssen immer zurückgehalten werden, bis sie dann los dürfen. Pünktlich, genauso wie die Abstände sind. Das sind die ersten drei aus dem Sprint gewesen. Christoph Stephan mit der 12. Die Startnummern heute. Aussage zur Platzierung gestern im Sprint. Da können Sie selbst auch unterwegs immer schön sehen, wie sich die Athleten verbessert haben in der Platzierung im Vergleich zu gestern. Björn Ferry, 4 Sekunden nur hinter Emil Hägle-Svensson. So knapp war das gestern. Tomasz Sikora, 7 Sekunden. Und ganz rechts jetzt Michael Greiss. Wartet. Herrliche Bedingungen heute, die besten, die wir in dieser Woche erleben. Strahlend blauer Himmel jetzt, Sonnenschein. Michael Greiss ist unterwegs. Das Ganze hier inklusive der 15.000 Zuschauer, die hochgekommen sind zur Anlage, perfekt. Auch die Strecken perfekt präpariert. Wirklich schön zu laufen jetzt. Optimale Bedingungen, kein Wind auf der Strecke, wenig Wind am Schießstand, vielleicht eine leichte Thermik. Schöner kannst du keinen Biathlon-Wettkampf haben. Und das noch in diesem Naturschutzgebiet, hier unterhalb der Rieser-Ferner-Gruppe. Arndt Peiffer, der 21-Jährige, der bislang immer punkten konnte. Frank Ulrich ist mehr als zufrieden, hat ihn ja nachgeholt, anstelle von Daniel Graf ihm die Chance gegeben, hier im Weltcup mitzulaufen, war der Führende im IBU Cup. Insgesamt 5 Deutsche, die mit im Rennen sind. 7 hätten es sein sollen, sein können. Aber Andreas Birnbacher, gestern schon mit Halsschmerzen ins Rennen gegangen, musste abreisen. Insgesamt gestern auch nur 77. ist schon zu Hause. Trainiert, Vorbereitung in Richtung WM. Und auch Toni Lang, der musste gestern das Rennen abbrechen. Muskelkrämpfe gleich zu Beginn, hatte Probleme mit dem Oberschenkel. Auch er nicht mehr in Antholz. So waren es nur noch 5, die diesen 3 Herren hier hinterher rennen. Das sind die Podiumsplätze von gestern. Genau in dieser Reihenfolge sind sie eingekommen und jetzt schon wieder oder immer noch eng beieinander. Karl-Johan Bergmann, der 2. schnelle, starke Schwede, zu zweit auch in den Top 10 des Gesamtweltcups, den Emil Hägle-Svensson deutlich sichtbar durch das gelbe Trikot hier anführt. Das auch mit einem ordentlichen Vorsprung, 45 Punkte vor Tomasz Sikora. Da sollte heute nichts passieren. Das müsste ihm schon ein richtig schlechtes Rennen passieren. Und das glaubt hier nicht wirklich jemand. Es war klar, dass Ferry und Sikora versuchen werden, sofort auf Emil Hägle-Svensson aufzulaufen, um im Windschatten auch mitlaufen zu können. Und Emil Hägle wird sich sicher nicht gesagt haben, ich laufe da jetzt auf Teufel. Komm raus, vorne weg. Die Taktik in der ersten Runde ist sehr wichtig, dass man eben nicht überzieht, wie schon so oft in diesen Rennen, wo es Massenstart oder Verfolgungen gibt. Das Schießen ist sehr ausschlaggebend in diesen Disziplinen und darauf legen sie einen großen Augenmerk, vor allen Dingen schon beim ersten Schießen. Da musst du mit 0 Fehlern weggehen, damit du eine Sicherheit hast, damit du das Rennen weiter schön aufbauen kannst. Bei dieser ersten Zwischenzeit haben wir gesehen, Michael Greiss, der Rückstand 20 Sekunden, also um 8 Sekunden näher rangekommen an die Führenden. Und Emil Hägle-Svensson
der hat mittlerweile so viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, strahlt das auch immer wieder aus, auch in Interviews. Erst recht nach dem 10. Weltcup-Sieg gestern. Unverkennbar, Halvard Hannevold, weiterer Norweger, 39 Jahre alt, älteste hier im 60er Feld. Und wunderschöne Bilder, gesäumt, eng gesäumt die Strecke von den vielen, vielen Zuschauern, die hier heraufgekommen sind, schon am Vormittag das Frauenrennen angeschaut haben. Und bei diesem Wetter ist es kein Problem, die Zeit zwischen diesen beiden Wettbewerben zu überbrücken, zu genießen, um dann jetzt zu schauen, was hier passiert. Vielleicht ein ähnlich spannendes Rennen wie am Vormittag bei den Frauen. Mit der 28, Michael Rösch. Gestern zwei Fehler im Sprint. 31. Laufzeit, ging ihm nicht ganz so gut. Sicher bemüht, hier noch um ein paar Plätze weiter nach vorne zu kommen. Und der Dreierzug fährt weiter vorne weg. Christoph Stephan mit der 12 unterwegs, gestern zweitbester Deutscher im Sprint. Arndt Peiffer mit der 25, Michael Rösch wie gesehen mit der 28 und Alexander Wolf als fünfter Deutscher, der 30-Jährige, mit der Startnummer 45. Der Rückstand von Bergmann war 7 Sekunden beim Start, jetzt 9,1. Die Gruppe hier macht ordentlich Druck. Da ist Christoph Stephan dabei, an fünfter Position schon. Auch Michael Greis, also kurz dahinter. Christoph Stephan ist da nach vorne geprescht. Hoffentlich mutet er sich da nicht zu viel zu. Sind ja kurze Laufrunden, 2,5 Kilometer lang nur, jede Runde. Hat 20 Sekunden gut gemacht jetzt auf diesen ersten gut 2 Kilometern. Also da ist ein gehöriges Tempo angegangen. Ja, und wirklich eine der positiven Erscheinungen in diesem Jahr mit besten Platzierungen überhaupt in der Karriere, der Christoph Stephan, der 22-Jährige aus Rudolfstadt. Und wir warten jetzt auf das erste Schießen. Ganz vorne Emil Hegle-Svensson, Pian Ferry und Tomasz Sikora. Wir haben gesehen, der Wind, ein wenig ist er stärker geworden. Mehr eine Thermik als ein Wind, aber trotzdem aufpassen. Achtung beim Liegenschießen in Antolz, kann immer viel passieren. Fehler Svensson. Strafrunde Svensson. Björn Ferry geht in Führung. Fehler Christoph Stephan. Drei Treffer Greis. Auch der vierte getroffen. Und auch der fünfte Schuss geht ins Schwarze. Sehr stark, Michael Greis. Christoph Stephan mit drei Fehlern. Ja. Da ist er jetzt erstmal weg. Das Tempo, vielleicht war es zu hoch. Er wird dann sicher sagen, nö, für mich ging es ganz locker. Ich dachte mir nichts. Aber vielleicht war es doch ein wenig zu schnell. Ja. Auf die absolute Weltklasse 20 Sekunden gut machen. Das ist gefährlich. Das war gefährlich. Das war sehr, sehr mutig von Christoph Stephan. Und vielleicht dann wirklich der Grund. Michael Rösch legt sich da nieder. Michael Greis jetzt auf dem vierten Platz. 13,6 Sekunden sein Rückstand. Beide Schweden vorne auf den Rängen 1 und 2. Ferry und Bergmann. Sehr gut, Michael Rösch. 5 Treffer. Arndt Peiffer auch. Klasse. Klasse. Der 21-Jährige. 49. im Weltcup, 3 Plätze gut gemacht nach dem Sprint, seinem 25. Rang. 4 Rennen immer in den Punkten und hier ist es richtig eng geworden. Da haben Sie kurz die Kreuzung gesehen, es abgeht in die Strafrunde. Michael Rösch, Position 16, Arndt Peiffer 18. Christoph Stephan zurückgefallen auf den 24. Platz. Also Peiffer hat 7 Plätze gut gemacht und auch Michael Rösch ist um 12 Plätze nach vorne gekommen. Svensson sind wir hier. Rechts tief der Fehler.
Er hat die anderen sauber gesetzt. Das ist der Stand nach dem ersten Schießen. Die zwei Schweden vorne, dann Hannewold, Michael Greis als Vierter und das gelbe Trikot folgt in fünfter Position, getragen von Emil Hägle-Svensson ganz hinten. Hinter Michael Greis versucht er sich anzusaugen an diese Verfolgergruppe. Ganz vorne Björn Ferry. Ist jetzt ganz gut für Michael Greis, da kann er sich etwas, ja, ausruhen ist jetzt übertrieben, aber er kann Kräfte sparen. Wenn er jetzt da dahinter bleibt, egal ob jetzt Emil Hägle-Svensson kommt oder nicht, wichtig, dass er beim nächsten Schießen nochmal die Null bringen kann. Und dann muss man sich sowieso wieder neu orientieren, die Taktik neu abstimmen. Wo liege ich im Rennen? Bin ich ganz vorne oder bin ich weiter zurück? Jetzt im Augenblick mal ist es gut, so wie es für den Michael Greis hier läuft. Rückstand gut 9 Sekunden. Bei Michael Greis sind es 10,3 und weitere 3,5 Sekunden hinten dran Emil Hägle-Svensson. Das ist die Vierergruppe, Fünfergruppe vorneweg. Dann doch die erste größere Lücke. 30 Jahre alt, dieser Björn Ferry, Achter im Weltcup. Dreimal schon auf dem Podest in dieser Saison. Er ist richtig gut drauf. Auch die Schweden blieben ja nicht ganz verschont von Krankheit. Auch sie mussten Rennen auslassen, sowohl Ferry als auch Bergmann. Sind jetzt wieder zurückgekehrt und offensichtlich in hervorragender Form in Richtung WM, dem Saisonhöhepunkt. In 3 Wochen ist es soweit in Pyeongchang in Korea. Michael Greis, ja, war ganz zufrieden gestern mit seinem Rennen, mit dem 7. Platz. Ein Fehler im stehenden Anschlag, aber die 4. Laufzeit ist schon ein gutes Indiz dafür, dass die Form stimmt, dass es passt. Knieschmerzen überwunden, haben ihn hier in Antols nicht mehr behindert. Die Biathlon-Party des neuen Jahres findet ihre Fortsetzung hier in Antols bei diesem prächtigen Rahmen nach Oberhof und Ruppolding. Jetzt also hier in Südtirol im Antolser Tal